Canon hat ja letzte Woche mit der EOS C70 ihre erste Cinema-Kamera mit der F-Bajonett vorgestellt. Besonders angesprochen von dieser Kamera werden sich Dokumentarfilmer fühlen. Und auch im EB-Bereich oder für sonstige Run-and-Gun-Shoots ist die C70 eine sehr ansprechende Kamera. Das liegt vor allem daran, dass die Kamera mit ihrem Super 35mm Sensor relativ kompakt ist. Da sie nicht so groß ist wie eine typische Cinecam, kann sie perfekt für Außendrehs genutzt werden, bei denen sowieso recht lang aufgezeichnet wird. Die EOS C70 hat durch ihre aktive Kühlung nämlich keine Probleme mit Überhitzung. Mit den eigens entwickelten Speedboost Bajonett Adapter von EF auf RF kann man natürlich seine vorhandenen EF-Objektive weiter nutzen und hat zusätzlich den Vorteil, dass der volle Blickwinkel ausgenutzt wird. Dadurch entsteht fast der Eindruck von einem Vollformat-Look. Der Adapter steigert zusätzlich die relative Lichtstärke des verwendeten Objektivs um fast eine Blende. Vorteile vom RF-Mount sind vor allem das geringe Auflagemaß, außerdem wird natürlich auch der Markt für RF-Objektive immer größer. Um nun zu den Hardfacts zu kommen. Die Canon EOS C70 kann in 4K bis zu 120 Bilder pro Sekunde und mit Crop in 2K bis zu 180 Frames per Second aufzeichnen. Mit XFAVC und H265 kann in 422 und 10-Bit Farbtiefe aufgenommen werden. Die Aufzeichnung mit H264 ist jedoch begrenzt auf 420 und 8-Bit. Hier ist wichtig zu wissen, dass die C70 keine interne Aufzeichnung in RAW kann. Gerade im Vergleich zur C200 fällt auf, dass hier der Dynamikumfang deutlich verbessert wurde. Die C70 hat in Log 2 mehr als 16 Stufen und in Log 3 mehr als 14 Stufen Dynamikumfang. Es gibt keinen elektronischen Sucher mehr, es bleibt also nur das ausklappbare Display. Das ist aber nicht unbedingt ein Nachteil, weil vor allem EB-Filmer ausschließlich das Display nutzen. Interessant für die eben genannte Zielgruppe ist vor allem der integrierte ND-Filter mit 6 Stufen, die 2 3-Pol-XLR-Eingänge für besonders guten Ton und natürlich auch der große HDMI-Ausgang. Besonders spannend auch hier ist, dass auf 2 Speicherkarten gleichzeitig und in verschiedenen Formaten aufgezeichnet werden kann. Also perfekt für die, die unterwegs Proxy oder ähnliches aufnehmen wollen. Die C70 hat verschiedene Funktionstasten, die alle manuell konfiguriert werden können. Die Standardeinstellungen sind aber sehr intuitiv und decken die wichtigsten Einstellungsmöglichkeiten ab. Wie du bereits gemerkt hast, ist die Kamera nicht auf den reinen Cinemarkt ausgelegt und auch Produktionen für Kurzfilme werden hier nicht auf ihre Kosten kommen. Wer aber einen Vollformat-Look in einem kleinen Body mit XLR-Audio-Eingängen möchte und damit leben kann, dass RAW hier nicht möglich ist, der hat mit der Canon EOS C70 eine super Kamera gefunden. Möchtest du die C70 gerne vorab testen, dann mach doch gerne einen Demo-Termin mit unseren Vertriebsmitarbeitern aus oder schau dir die Kamera direkt im Onlineshop an.